Ach, was für ein Sound! Und damit herzlich willkommen zu unserer Musikmotorshow mit dem Lamborghini Gallardo Performante. Das ist die nachgeschärfte Version des Gallardo Spider mit 10 PS mehr und 65 Kilogramm weniger. Wir wollen wissen, was er drauf hat, und das soll er uns zeigen am Klausenpass. Da gab es ja in den 1920er und 30er Jahren die berühmtesten und die schwierigsten Bergrennen jener Zeit. Erster Eindruck vom Lamborghini Gallardo Performante. Fangen wir doch mal ganz entspannt hier innen an. Naja, was heißt entspannt? Aggressiv sind schon die Instrumente in Gelb und Rot. Dann gibt es riesige Flächen mit edlen Materialien bezogen. Es gibt knallharte Schalensitze, die ich nicht so richtig bequem finde. Es gibt recht wenig Kopffreiheit. Aber Carbonteile, edel, gibt es wirklich überall und ohne Ende. Losgelassen wird das Ding zur Soundmaschine. Wenn bei rund 3.500 Umdrehungen die Auspuffklappen aufmachen, dann will man nur noch eins Gas geben bis ans Ende des Himmels. Aber das darf man natürlich nicht. Also machen wir schön wieder langsam. Aber ehrlich, das ist nicht nur eine Soundmaschine, sondern auch eine Fahrmaschine. Messerscharf die Lenkung, mörderstark der Motor und ein Macho ist er natürlich auch. Riesige Lufteinlässe da vorne und hinten der thekenartige Heckspoiler, der Diffusor, auch Carbonteile. Das sieht schon mächtig aus. Die 10 PS mehr, 570 jetzt, die mag ein Superprofi spüren, ich ehrlich gesagt nicht. Auch die 65 Kilogramm weniger Gewicht, die fallen nicht wirklich ins Gewicht, eher theoretische Werte. Wer das alles haben will, inklusive Carbon innen und außen, der muss richtig blechen. Hier kommen die Zahlen. Den Lamborghini Gallardo Spider Performante gibt es ab 340.000 Franken. Unser Testwagen kostet inklusive Zubehör 356.000 Franken. Er hat 5,2 Liter Hubraum, 10 Zylinder und leistet 570 PS. Von 0 auf Tempo 100 beschleunigt der Performante in 3,9 Sekunden. Das maximale Drehmoment beträgt 540 Newtonmeter. Laut Hersteller verbraucht der Sportwagen im Schnitt 13,6 Liter Benzin auf 100 Kilometer und stößt 327 Gramm CO2 pro Kilometer aus. Er schafft nur die Energieeffizienzkategorie G. Da ganz hinten führt sie hinauf, die Klausenpassstraße. In den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts sind sie da mit ihren Rennwagen hochgebrettert. Aber nicht irgendwelche Leute, nicht irgendwelche Rennwagen, das waren internationale Stars. Denn hier gab es das schwierigste und bekannteste Bergrennen der Zeit damals. 136 Kurven, 21,5 Kilometer Schotterpiste, das muss man sich mal vorstellen. Und hier soll unser Lambo heute zeigen, was er kann. Fahren soll ihn heute dieser Mann, der Rudi Zock. Hallo Rudi. Hoi. Er hat uns nämlich geschrieben, wenn ihr irgendwann mal wieder einen Lamborghini als Testwagen habt, bitte, bitte lasst mich doch ans Steuer. Und da haben wir uns gedacht, wenn der Mann so heiß darauf ist, dann soll es so sein. Sag mal, warum bist du seit Kindheit so auf Lambo geeicht? Ja, ich habe als Kind schon das erste Spielzeug, also eins von den ersten Spielzeugen, durch ein Lamborghini gewesen. Die Form so flach, der Ton einfach so, der Lamborghini halt. Na, dann könnte das ja heute der schönste Tag in deinem Leben werden, oder? Einer der schönsten. Der schönste ist schon vorbei. Okay, das lassen wir ruhen. Jetzt gucken wir aber hier nach dem Lamborghini Gallardo Performante. Sag, wie gefällt er dir? Ja. Super, schönes Auto mit dem Heckspoiler. Halt so wie ein Lamborghini sein muss. Es gibt ja Leute, die sagen, gerade mit dem riesen Heckspoiler ist der so ein bisschen prollig. Ja, ist sicher nicht das Auto zum Geschaffen mit dem oder poschen, aber so fürs Wochenende. Doch, doch. Und freust du dich schon aufs Fahren? Definitiv. Ja, kann ich mir vorstellen. Oh.
Tag im Lamborghini Gallardo Performante. Und am Steuer, der Rudi. Und der jetzt, das habe ich mir gedacht, froh aussieht. Rudi, deine Augen sind etwas weiter als vorher. Ist das denn jetzt ungefähr so, wie du das vorgestellt hast, wie du das erträumt hast? Ja, würde ich sagen, ja. Ich merke schon, am liebsten hört er zu. Gut. So, Rudi, jetzt bin ich gespannt auf dein Fazit. Bitte schön. Eine Wucht, wirklich. Fahrwerk perfekt, also er klebt am Boden. Schaltung, Handschaltung super. Automatik, finde ich, könnte man besser machen. Sound, sehr gut. Also, alles in allem, kaufen? Ein Kaufen, ja. Okay, dann wünsche ich viel Erfolg beim Geldverdienen und sage schönen Dank für die Mitarbeit. Na, da ist auch unser Performante mit seinen 570 PS gar nicht so weit entfernt. 10 PS mehr und rund 65 Kilogramm weniger hat er als der normale Lamborghini Gallardo Spider. Aber ganz ehrlich, bei einem Cabrio ist das doch ein reines Image-Thema, oder? Den Performante sollte sich gönnen, wer glaubt, dass sein normaler Spider bald nicht mehr exklusiv genug sein wird. Er muss dann aber auch glatte 35.000 Franken Aufpreis locker machen. Ob Performante oder nicht, beide offenen Lambos sind extrem schnell, extrem stark, extrem laut und beide sind Machos mit kleinen Macken. Sie sind nämlich recht unübersichtlich und schalten nicht immer ganz geschmeidig. Aber ganz ehrlich, sie sind auch keine Alltagsautos, beide nicht. Beide sind einfach Träume für gewisse Stunden. Und das war die Motorshow von heute. Im Internet auf www.motorshow.ch gibt es uns rund um die Uhr auf Wunsch auch als Podcast und im Abo. Und in der nächsten Sendung testen wir für Sie den neuen Hyundai i40 als Kombi. Bis dahin, ich freue mich auf Sie und jetzt schön schnell mitschwingen.